Dinge, die ein Geringverdiener nicht kennt. Ein Pool. Villa. Das Meer direkt vor der Tür. Tja, für andere Urlaub, für mich Alltag. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarzsee mit dem Härtefällen aus dem Internet. Und heute haben wir es mit dem Pferd, mit dem Model Diana zu tun, wo jeder bestimmt neidisch ist, dass sie sich einfach eine Villa am Meer leisten kann, das sich direkt an einer Autobahn befindet. Diese Geräuschkulisse ist sicherlich wunderbar entspannend, wobei ich auf diesen Smog-Cocktail to Drive wirklich sicherlich verzichten kann. Ich meine, ich bin schon etwas neidisch auf ihre Villa aus dem Lidl-Katalog. Ich selber bin ein Student, ich bin quasi arbeitslos, sodass die Eltern stolz auf einen sind. Ich musste mir alles selber erarbeiten und ich bekam häufiger auf die Schnauze als ein armloser Boxer. Ich habe mittlerweile nur noch so eine 9 Quadratmeter Wohnung und die Toilette ist am Gang der U-Bahn. Und dennoch habe ich einen Pool, einen aufblasbaren, inklusive Einhorn-Badeinsel-Schwimmring, ich weiß, das ist mega sick. Da kann sie voll einpacken. Und wer braucht schon ein Meer, wenn man auch die Donau vor der eigenen Haustür haben kann? Da kann man genauso gut chillen, zumindest wenn der Frühling mal kommt. Aber Model Diana legt noch einen drauf. Jetzt mal for real, gibt es irgendwie den Charakter und innere, wie heißt denn mal, Bärte, gibt es irgendwie den, das juckt? Das ist das Wichtigste, Geld, Pool, Leute, was ist los mit euch? Hat sie gerade wirklich von inneren Bärten geredet? Okay, mein Duden ist gerade von meiner Fensterbank gesprungen, um dieses Leiden ein Ende zu setzen. Aber Diana hat natürlich vollkommen recht. Geld und vor allem der Pool ist das Wichtigste, wenn man schon eine Schwimmnudel im Gesicht trägt. Mit diesen Lippen kann die gar nicht untergehen. Die hat einfach mehr Silikon in der Unterlippe, als ein Unterschicht-Badezimmer für die Duschabdichtung benötigt. Was ich für dieses Plastik an Pfand bekommen würde, das würde für die ganze Albertstraße reichen. Und sorry, dass ich da jetzt so lange drauf rumhacke, wie ein Metzger auf ein Schweinchen Babe. Aber Frauen lassen sich die Lippen aufspritzen, damit sie hübsch sind. Und ich habe, wirklich Real Talk, noch nie eine Frau mit hässlichen Lippen gesehen, es sei denn, sie waren aufgespritzt. Aber im Endeffekt, am wichtigsten sind die Dinge, die man nicht kaufen kann. Intelligenz, Charakter, Lebenserfahrung. Und ich weiß, ich klinge gerade wie so ein Boomer. Ich meine, die wird mit 50 wahrscheinlich so aussehen, wie Frankensteins Frau so am Pool sitzen und weiß dann nichts mehr zu erzählen. Während es bei mir wirklich die wahren, ungeschminkten Geschichten geben wird. Deswegen abonniere gerne den Kanal für weitere unterhaltsame Videos über Dinge, die so auf deinem Screen laufen. Wie dieser Clip hier etwa. Ist euch das nicht unangenehm, dass ein 19-Jähriger einen Pool und eine Villa hat und ihr nicht? Peinlich. Bitte lasst das Satire sein. Ich meine, es ist Safe-Satire. Die meint das bestimmt nicht ernst. Hoffe ich zumindest. Und immerhin Respekt. Wenn sie sich das mit 19 so ohne Sugar Daddies erarbeitet hat, kann sie echt stolz auf sich sein. Wieso auch als Jugendliche Zeitungen neben der Schule austragen, wenn man auch als Influencerin mit einer Lehre hinter den Wimpern richtig Karriere machen kann. Aber wie so eine 8-Jährige angeben, ist dann doch etwas cringy und peinlich. Als Geringverdiener ist man wenigstens auf dem Boden geblieben, wie die Kacke von egoistischen Hundebesitzern am Straßenrand. Aber ich finde es eher unangenehm, dass sie ihr Gesicht schon mit 19 nicht mehr bewegen kann. Das würde mich mal zum Nachdenken bringen. Und was will sie mit diesem gesellschaftlichen provokanten Satire-Experiment eigentlich erreichen? Was ist ihre Meinung und was ist kalkulierte Provokation? Ich meine, echtes Selbstbewusstsein kann man sich mit dem ganzen Geld leider auch nicht kaufen. Ich meine, was will uns die Künstlerin hiermit sagen, wenn zugleich mein ganzes Essen hochkommt, nur um sie zu sehen? Ich beende mal lieber diese Reise auf diese evolutionären Einbahnstraße und verweise stattdessen auf folgende Alternativrouten. Zum einen habe ich noch eine andere Ausgabe von Schwarzsehen für euch, wo Influencer ebenso am Rad drehen. Das findet ihr oben rechts. Und dann habe ich noch einen Podcast für euch, das ich zusammen mit dem lieben Tobi Toast im Rahmen unseres Unity-Projekts aufgenommen habe. Das findet ihr unten rechts. In diesem Sinne, broadcast yourself, broadcast together, euer Patrick.